Jo, Freunde, es gibt wieder Gratis-Items für uns hier in Fortnite. Das Ganze ist diesmal ein Event, nennt sich hier Laternenfest 2022. Ich gehe mal kurz durch, was wir da machen müssen, um die Gratis-Items zu bekommen und was das generell hier für ein Event ist. Und das Ganze wurde erst gerade veröffentlicht hier von Fortnite. Bin auf der offiziellen Epic Games Neuigkeiten-Seite, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Und ja, das ist auf jeden Fall hier das neue Laternenfest. Und es gibt wohl Laternen auf der Fortnite-Map. Dort können wir irgendwie auch Fotos machen, die dann hier mit dem Hashtag Lantografie 2022 posten auf Twitter. Da kann man hier noch so ein Emoticon gewinnen, wenn das Foto halt nice ist, den Leuten das gefällt hier von Epic Games. Aber das sind nicht die Sachen für die Gratis-Items, die ich meine, sondern es geht hier um die Laternenprüfung. Denn hier steht schon, freut euch außerdem auf die Laternenprüfung. Schon bald werdet ihr euch registrieren und Herausforderungen abschließen können, um Belohnungen im Spiel zu erhalten. Und wie gesagt, das Ganze gab es schon mal ähnlich. Es gibt auch eine Seite, da könnt ihr euch registrieren dann. Die ist aktuell aber noch offline. Ich denke, das soll irgendwie in den nächsten ein, zwei Tagen online kommen, weil ich habe gelesen, das Ganze soll ab dem 2. April hier starten. Und ja, müsste auf jeden Fall online kommen jetzt demnächst. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein Update-Video. Was müssen wir für Sachen machen hier, für Aufgaben? Dafür bin ich mal kurz hier auf Twitter bei FireMonkey, der hatte das hier einmal getweetet. Und zwar sind das hier Aufgaben Eliminierung mit IO-Panzern, dann einfach Schaden machen an Gegner, dann muss man hier Top 7 im Duo erreichen. Kann man sicherlich auch als Solo-Spieler einfach machen, da muss man kein Duo-Mate haben. Und hier einfach Sturmkreise überleben und nochmal Top 6 in Squads, also im Vierer-Match normal im Team-Modus. Ja, das sind relativ einfache Aufgaben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist natürlich hier anmelden für die ganze Sache, dass wir da mitmachen können. Und dann können wir wahrscheinlich wieder so Sterne sammeln, 5 bis 10. Und für jede Stern kriegt man eine Lackierung oder Hängegleiter. Was wir bekommen können, steht noch nicht fest. Das wahrscheinlich dann auch auf der Seite hier, die dann veröffentlicht wird. Und der Blogpost, ja. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Soll auf jeden Fall die nächsten Tage reinkommen. Ich bin gespannt, was es dann genau sein wird. Ich gebe nochmal ein Tutorial rein, wie ihr euch registriert genau, was ihr genau machen müsst und so weiter und so fort. Jetzt schon mal auf jeden Fall die Info, dass ihr da Bescheid wisst. Deswegen gerne abonnieren, dass ihr nichts verpasst. Und die nächste Info kommt dann in den nächsten Tagen von mir. Und bis dahin, haut rein, habt einen schönen Abend und ciao.